Die Ringelblume, auch Calendula genannt, wurde in vielen antiken Kulturen als Zauberpflanze verwendet. Heute ist sie ein beliebtes Wundmittel. Bei Haut- und Schleimhautentzündungen, offenen Wunden, Erfrierungen oder leichten Verbrennungen. Eine Ringelblumensalbe lässt sich leicht selbst herstellen. Sie nehmen gezupfte Blüten, geben diese Blüten in das nicht zu heiße Schweineschmalz, lassen das gut ausbraten. Dünsten es so, köcheln so vor sich hin. Man lässt es dann so lange sanft vor sich hin schmurgeln, bis die Blüten ihren Inhaltsstoff an das Fett abgegeben haben. Man sieht, es wird dann auch etwas, nimmt auch dann etwas die Farbe an. Das kann einige, vielleicht 10 Minuten dauern. Und dann nehmen Sie ein feines Sieb, geben dann das und passieren das durch das feine Sieb in ein verschließbares Gefäß, stellen das dann an einen kühlen Ort, zum Beispiel im Kühlschrank, und da hält es dann 2 bis 3 Monate. Es ist eine sehr gute Hautsalbe. Die Heilkraft der Ringelblume ist wissenschaftlich nachgewiesen. Ihre Inhaltsstoffe töten Bakterien, Viren und Pilze und verhindern so, dass offene Wunden oder Verletzungen eitern. Die Entzündung schwillt ab.